Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video, diesmal das versprochene Video über die PlayStation 4 bzw. das Firmware Update 5.5.0. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, was ich jetzt schon alles rausgefunden habe, wo was ist und wie. Einige Sachen werde ich euch nicht zeigen können. Ich denke mal, ist noch nicht alles, was ich hier drauf habe. Also es werden noch bestimmt irgendwo andere Sachen sein, aber das sind die, die ich jetzt gefunden habe. Am Ende des Videos möchte ich euch noch ein paar Sachen näher bringen, die seit Software 5.00 neu dazugekommen sind, die teilweise untergehen oder die man nicht so wirklich mitbekommen hat, dass die überhaupt da sind. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Bevor wir das Wichtigste überhaupt machen, das Supersampling, eine richtig geile Sache, die jetzt neu drin ist, will ich hier noch schnell was zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt an dieser Beta-Software liegt, also an der neuen PlayStation-Software, oder dass der Fernseher am Anfang nicht konnte. Jedenfalls, ich habe nicht mehr mit meiner Fernsehfernbedienung meinen Fernseher steuern können, seit ich PSVR nutze. Jetzt geht's wieder. Ich zeige euch das mal schnell. Ich werde da nachher auch nochmal ein separates Video machen, wie man das einstellt am Fernseher und am Samsung TV und an der PlayStation, dass das funktioniert. Ihr seht hier meine Fernbedienung und hier seht ihr auch, dass laut Laser gerade geht. Da müsst ihr hier gucken, da ist da so ein Punkt. Oder hier lautlos. Und nicht mehr lautlos. Hier ist meine Hand übrigens. Ich mache mal die Hand so, damit ihr das seht. So, lautlos. So. Lautlos und nicht mehr lautlos. Und wie gesagt, ich hab ja nur zwei Hände. Und hoch, runter. Und jetzt gehen wir mal nach hier. Und wieder zurück. Und runter, runter, hoch, hoch. Das funktioniert jetzt jedenfalls wieder. Ob es jetzt daran liegt, weiß ich nicht. So, jetzt muss ich meine Liste aufrufen. Ich habe mir nämlich ein Memo geschrieben, was wir alles abarbeiten wollen. Ah, genau. So, als erstes, das ist vielleicht für Benutzer interessant, die jetzt nicht wirklich einen 4K-Fernseher haben. Sound im Bildschirm. Da haben wir nämlich jetzt einen neuen Menüpunkt, wenn wir auf Sound im Bildschirm, also Einstellung, Sound Bildschirm und dann auf Videoausgabe gehen. Da haben wir jetzt hier einen Super-Sampling-Mode. Den kann ich euch nicht zeigen, weil ich einen 4K-Fernseher habe. Da sagt er gleich, nö, du hast einen 4K, du brauchst das nicht. Dieser Super-Sampling-Mode sorgt eigentlich nur dafür, dass die Auflösung auf Nicht-4K-Fernsehern verbessert wird mit der PS4 Pro. Also bei der normalen weiß ich nicht, ob es da drin ist, aber bei der PS4 Pro ist es so, dass die Leistung der PS4 Pro jetzt dafür genutzt wird, praktisch das Spiel in 4K zu machen und dann, bevor es zum Fernsehen kommt, nochmal runter skalieren mit mehr Schatten und alle drum und dran. Und das soll dafür wohl sorgen, ich kann es nicht testen, weil ich nicht so einen alten Fernseher habe, oder also na doch, der im Schlafzimmer ist ja auch 4K, dass ein 1080p Bild mit mehr Schatten, mehr Konturen ziemlich nah an ein 4K-Bild rankommen soll. Ob und wie das funktioniert, ich kann es euch nicht demonstrieren und sagen, ob es funktioniert. So, dann haben wir als, das ist eins der wichtigsten Features und natürlich als nächstes benutzerdefinierte Hintergründe. Da muss ich euch jetzt gleich sagen, wenn ihr jetzt hier meinen Bildschirm anguckt mit meinem Auge, das sieht ein bisschen verpixelt aus. Also seit ich 4.5.0 drauf habe, wenn ich einen benutzerdefinierten Hintergrund mache, ja welchen, wirkt das irgendwie pixelig. Warum? Ich habe null Peilung. Ich zeige euch das einfach mal. Wir gehen halt auch wieder auf Einstellungen. Wir gehen auf Designs. Wir gehen auf benutzerdefinierte Designs dann. Gehen wir einfach mal ganz nach unten. Ich habe ein paar mehr Designs. So, hier können wir dann halt wieder unser benutzerdefiniertes Bild auswählen. Funktion, ich habe das schwach darstellen gemacht, weil dann wird es hier oben, seht ihr das? Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Ich lasse das lieber oben ein bisschen dunkler. Sieht ein bisschen schöner aus. Hier können wir dann die Hintergrundfarbe auswählen. Können wir jetzt mal zum Beispiel sehr dunkel machen. Und hier unten Vorschau. Ja. Und Bild auswählen. Da haben wir jetzt nämlich was Neues. Da haben wir jetzt Systemspeicher und dann haben wir USB-Speicher. Aber da müsst ihr eins beachten, wenn das dann für euch kommt. Normalerweise war das immer so, alles, was die PS3 oder PS4 brauchte,
musste in einem Ordner sein, der sich PS3 oder PS4 nannte. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die PS4. Die Ordnerstruktur sah dann so aus. Ein Ordner, der hieß PS4. In diesem Ordner war dann Musik, alles groß geschrieben, musste wirklich alles groß geschrieben sein, sonst hat die PS4 das nicht erkannt. Pictures, Updates, also Update, oh, Videos, was weiß ich. Dann hat die PS4 das erkannt und man konnte das gucken. Man konnte aber, wenn man Bilder geguckt hat, keinen Screenshot machen. Wenn ihr das nutzen wollt, müsst ihr auf eurem USB-Stick einen Ordner machen. Images, auch wieder alles groß geschrieben, steht auch super erklärt da unten. Und dann könnt ihr da die Bilder reinpacken. Dieser Ordner muss aber im Hauptverzeichnis sein, nicht in irgendeinem Unterordner, dass man sagt, neuen Ordner oder PS4, PS3, irgendein Scheiß. Nein, ihr nehmt euren Stick, macht den im PC rein und dann einen Ordner erstellen auf diesem Stick und den nennt er Images. Oder ihr habt den schon drauf auf dem PC, habt euch ein paar Bilder rein gemacht, einfach rüber in den Stick direkt ziehen, dann funktioniert das. Er darf kein Unterordner sein. So, und dann steht das halt hier auch erklärt. Ja, also vorher war das halt der Systemspeicher, wo wir hier drauf zugreifen konnten. Konnten wir dann halt zum Beispiel von Monster Hunter ein paar Bilder nehmen oder hier von Dying Light. Ja. Und jetzt haben wir halt auch USB und hier steht es dann halt auch erklärt, dass er ein Ordner Images sein muss und dass er direkt auf dem USB-Speichergerät eingestellt werden kann. Bei mir steht jetzt hier unten zum Beispiel, du kannst ein Bild mit bis zu 3840 x 2160 Pixeln auswählen. So, und wenn wir denn jetzt zum Beispiel dieses Bild uns mal anzeigen lassen, ihr seht, das sieht wirklich echt klar und deutlich aus. Und das auch, das ist jetzt aber natürlich, wartet, doch, das ist das Banner 1 mit dem Strich und das ist Banner ohne Strich. Das hat jetzt Informationen. Hier muss ich Option drücken, Informationen. Da kann man sich die Informationen anzeigen lassen. Das ist ein PNG. Dimensionen sind 2120 mal 1192, 2,2 MB und Datum und Uhrzeit steht auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob die PlayStation deswegen jetzt gerade momentan Probleme hat, weil es ein PNG ist. Weil das ist hier ein JPEG. Ich werde die nochmal in ein JPEG umwandeln und dann werde ich einen Kommentar unter das Video schreiben und sagen, ob es dann besser geworden ist, weil ihr seht ja, die Qualität sieht echt gut aus. Nichts pixelig, gar nicht. Auch bei diesem hier. Und das habe ich ja jetzt gerade drin. Jetzt nehmen wir einfach mal dieses. Funktioniert aber auch mit Screenshots. Also da ist genau das gleiche Problem, was ich jetzt euch hier zeige. So, jetzt, so soll das dann aussehen. Machen wir Eingabe. Und ich vergesse jetzt immer hier rauszugehen, aber diesmal vergesse ich es nicht. Ich drücke Übernehmen. So, dann die Home-Taste. Und ihr seht, es sieht verpixelt aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein PNG ist. Das werde ich nachher mal testen. Oder, ach, wisst ihr was, ich teste das jetzt einfach mal. Ich mache mal kurz einen Cut. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe gleich mal noch was anderes gemacht. Wie ihr seht, sind jetzt mehr Bilder drauf. Bild 1, 2, hier seht ihr ja Endung PNG und JPEG. Die habe ich jetzt mal in, ja, in der 4K-Größe. Und hier sind die PNG-Bilder und hier sind die JPEG-Bilder. Und jetzt werden wir uns jetzt einfach mal angucken, wo der Unterschied ist. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses hier. Und gucken, ob es verpixelt ist oder nicht. Also hier sieht es, wie gesagt, nicht verpixelt aus. Und dann können wir uns auch gleich mal angucken, ob da ein Unterschied zu sehen ist, wenn wir die 4K-Version nehmen. So, da ist immer noch verpixelt. Jetzt nehmen wir einfach mal die 4K-Version. Weil wie gesagt, das war vorher nicht so verpixelt, wo ich noch die alte Software hatte, wo ich dann mit dem Screenshots gemacht habe. Aber selbst das habe ich hier schon versucht. Wenn ich einfach hier auf Systemspeicher und einen Screenshot nehme, ist genau dasselbe. So, Anzeigen kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist wirklich eine gute Qualität vom Bild. So, und hier seht ihr auch nochmal, dass es wirklich eine gute Qualität ist. Hier kann hier rinzoomen bis zum geht nicht mehr.
ohne dass was verpixelt. So, da wird es langsam pixelig. Aber wie gesagt, so ist nichts verpixelt. So, Farbauswahl, lasse ich das normale drin. Und auch das dunkle übernehmen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, da sieht es teilweise so ja noch verpixelter aus. Aber egal, so geht das halt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was getan wird, weil das ist jetzt nicht so Sinn und Zweck der Sache, dass es so verpixelt aussieht. Das war wirklich vorher nicht so. Ich zeige euch das auch nochmal, dass es so wie es vorher hatte. Ich habe ja die Bilder gepostet bei Instagram. Habt ihr gesehen, dass da nichts verpixelt ist und so. So. Bild aussehen. Ich habe extra nämlich nochmal die Bilder, die ich Stefan geschickt habe, die ich wirklich da benutzt hatte. Hier Anzeige zum Beispiel, dieses hier. Seht ihr, es ist nichts verpixelt. So, und jetzt nehmen wir das einfach. Bestätigen das. Gehen nach unten auf Bestätigen. Also übernehmen. So. Und selbst da sieht es jetzt verpixelt aus. Ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt damit zu tun hat, weil das war vorher definitiv nicht so verpixelt. Aber nichtsdestotrotz, wir machen mal weiter. Wir haben noch genug zum Abarbeiten. Da ist einiges noch, was noch neu ist. So, benutzerdefinierte Hintergründe haben wir gemacht. Dann Events in Themen, Events, in Events Teams, Mensch, bin ich bescheuert. In Events Teams ist dazu gekommen, Events kennt er ja, wo man Events planen kann und also eigene Events planen kann, deine Events, die sind meine abgelaufenen Events und ja, nicht nur planen, man kann auch bei anderen Events mitmachen, denn es ist hier zum Beispiel, was nimmt man da, hier Grand Theft Auto hat ein Event, Destiny vom 13. bis 20. Februar. Scharlachwoche, okay. So. Und dann können wir dann halt hier angucken. Können wir dann uns noch den Text angucken. Hier steht dann eine lange Erklärung, was die Scharlachwoche ist. Und hier unten sind dann, haben wir jetzt diesen Button neu, dass man ein Team selbst gründen kann. Event erstellen. So, da kann man dann halt ein Event erstellen. So kennt ihr das ja. Dass man ein ganz normales Event erstellen kann. Mehr erfahren. Hier könnt ihr dann mehr erfahren, wie ihr das erstellt und warum und weshalb. So, und Teams. Und da habe ich jetzt hier oben bei Teams, deine Teams, Monster Hunter drin. Habe ich einfach mal so erstellt. Da ist jetzt ein Mitglied drin, ich. Ich habe den Monsterhasen nur eingeladen. So, da kann man dann praktisch hier auf der rechten Seite das Bild kann man einstellen. Hier oben bei dem Teamansicht ist halt das Bild, was man als Logo nehmen kann und das andere, weil ich da drin bin. So, und dann haben wir hier Mitglieder. Da wird jetzt nur eins angezeigt und eingeladen. Schwambo, Events. So. Turnier, also kann man dann auch noch Events planen. Turnier, und da soll man wohl besser mit seinen Freunden in Verbindung bleiben können und mit mehreren Leuten, wenn man da irgendein Spiel spielt und da schneller Nachrichten schreiben können und was weiß ich. Da finde ich das aber einfacher, was damals dazu kam mit den Favoriten. Hier, das habe ich ja getestet so ein bisschen. Wie das funktioniert, kann ich euch auch mal schnell am Rande erklären. Ich gehe jetzt einfach mal auf. Wie nehmen wir denn? Nehmen wir hier mal rauf und dann gehe ich auf. So. Spieler hinzufügen, Party, Event erstellen. Dann kann man hier direkt ein Event zum Beispiel erstellen, wenn man ein Event machen will, Gruppeninfo. Dann kann man hier die Gruppe benennen. Dann machen wir einfach mal einen Test draus. Das kennt ihr ja alle. Dann kann man jetzt speichern. Und dann steht hier oben Test.
ist aber hier noch nicht bei Favoriten drin. Dafür müssen wir dann hier rauf. Und so. Und dann geht man hier auf das Profil von denjenigen und sagt dann einfach zu Favoriten hinzufügen. So. Und weil ich das umbenannt habe, steht jetzt hier Test und dass er ist jetzt halt bei Favoriten drin. Wenn man jetzt andere User bei Favoriten drin haben will, dann kann man die da auch drin machen. Und dann findet man, ja, wenn man hier etliche Nachrichten drin hat, dann ist es dann halt hier leichter, seine zwei, drei Leute bei Favoriten wiederzufinden. Und wenn man die dann ins Spiel einladet, da kam ja dann die benutzerdefinierte Liste dazu. Also beziehungsweise war ja vorher anders, habe ich ja jetzt hier ein paar Listen erstellt. Zum Beispiel hier bei Monster Hunter, da ist jetzt nur der Monsterhase erstmal drin. Finde ich jetzt einfacher. Und wenn ich eine Party erstelle, werde ich gefragt, ob ich von meinen benutzerdefinierten Listen jemanden einladen will. Dann klicke ich diejenigen an, die ich da ändern will und fertig ist. Finde ich einfacher. Aber okay, nur so am Rande mal schnell gezeigt. So, Events. So, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil PlayStation Now habe ich nicht, aber ja, es ist jetzt möglich, während eines PlayStation Now Streams, weil PlayStation Now, die Spiele werden ja gestreamt, auch Hintergrundmusik abzuspielen, also hier aus ja, Spotify oder je nachdem, was man sich da aktiviert hat, kann man, die Musik funktioniert jetzt auch für PlayStation Now. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Weil ich habe kein PlayStation Now mehr. So, dann kommen wir mal zur Bibliothek. Da hat sich auch einiges geändert. Ja. So, wir können jetzt in der Bibliothek Spiele. So. Können wir jetzt Anwendungen ausblenden. So. Wir gehen mal auf... Einfach mal auf alle. Wo haben wir denn? Destiny, ABC, Destiny. Destiny 2, nee, warte mal, wir gehen doch mal auf Spiele. So, hier seht ihr jetzt nur Destiny 2. Mehr seht ihr nicht. Und wie gesagt, auch wenn ich bei alle bin, ihr seht nur Destiny 2. Wo habe ich nicht gemacht? Weil da kann man sich das jetzt einstellen, dass Beta- und Alpha-Versionen nicht mehr angezeigt werden. Moment. So, da bin ich nochmal. Und zwar bin ich jetzt hier einfach mal auf gekauft gegangen. Also ganz unten auf das, und da kann ich, hab da jetzt hier zum Beispiel die Destiny 1 Alpha drin, da drücke ich jetzt die Installationstaste, Options-Taste und sage nicht anzeigen, sage das auch nicht anzeigen. Da könnt ihr dann praktisch das, was ihr nicht wollt, kann dann ausgeblendet werden, wie Alphas, Demos, Betas oder bestimmte Apps hier, zum Beispiel Dailymotion. Zack, sagen wir einfach weg damit. Und schon wird es... ist noch so, dass es noch gekauft ist. Also ihr könnt auch Spiele, die ihr... Hier oder hier die Crash Bandicoot Trilogie. Das ist ein DLC, glaube ich, oder? Was habe ich da? Weil das Spiel habe ich nicht, das weiß ich. Ja, das Spiel seht ihr ja, kann ich kaufen. Aber irgendein DLC war gratis, kann ich also auch sagen. Weg, bumm. Der DLC ist immer noch gratis für mich, aber es wird mir halt hier nicht mehr bei gekauft angezeigt und nervt halt hier nicht mehr rum. Und hier bei Spiele seht ihr ja. Was nehmen wir denn dann noch? Wir können ja hier mal die Eiskönigin können wir ja mal nehmen. So, Anwendungen gekauft. Finde ich ja nicht, der ist König, aber ja, ey. So, das haben sie auf jeden Fall gemacht. Zusätzlich kam jetzt hier auch noch ein PlayStation
plus Button hinzu. Und für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, oben bei ABC, da kann man jetzt einfach Dreieck drücken und dann kann man sich die Kaufdatum zum Beispiel, kann man sich das separat so neu anzeigen lassen. So, und bei PlayStation Plus, also geht einfach auf die Bibliothek, PlayStation Plus, die werden hier gerade runtergeladen, die beiden hier. Und dann könnt ihr die aktuellen PlayStation Plus Sachen einfach sagen, runterladen. Und ihr braucht da nicht in den Store gehen oder irgendwas dergleichen. So. Und hier das auch noch runterladen. Zack. So. Und wenn das dann alles fertig ist mit Laden, ist hierbei nicht installiert, natürlich nichts mehr drin. Der ladet hier gerade drei Sachen runter. Sobald die eine Sache fertig ist und die nächste Sache von hier angefangen wird zu downloaden, sobald angefangen wird, ist die dann hier unten und hier oben verschwinden dann nach und nach die Sachen. So. Wartet, ich muss mal mein Handy suchen. Und vor allen Dingen, ich finde halt gut mit der neuen Übersicht jetzt, man hat hier wirklich, wenn ich bin jetzt wirklich auf alles drauf. Und wenn ich hier auf Destiny bin, mir wird die Beta und so nicht mehr angezeigt. Das sorgt schon dafür, dass einiges weniger drin ist und leichter zu erreichen ist. So. Das war eigentlich bei der Bibliothek. So, kommen wir zum nächsten. Dann ist bei Benachrichtigungen. Ihr seht, ich habe jetzt eine Mitteilung. So, hier ist der Download. Da können wir raufklicken. Da seht ihr ja, das, was ich gerade da eingestellt habe. Warum ich das nicht habe, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich alles bei PlayStation Plus aktiviert. Aber egal. Wir können da auch nochmal zur Sicherheit bei PlayStation Plus reingucken. Ja, ihr seht da, die habe ich alle aktiviert. Die wurden mir auch nur angezeigt. Warum mir da jetzt auf immer mehr angezeigt wird, weiß ich nicht. Weil wie gesagt, ihr seht ja hier, die hier, Outlast und so. Warum mir das angezeigt wird, ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal in den Store gehen. So, Spiel. Ich lade gerade runter, aber es ist definitiv nicht bei PlayStation Plus Spiele drin. Warum mir das angezeigt wird, dass ich es gratis runterladen kann, keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht. Aber das war mal PlayStation Plus und das sagt mir jetzt ja nichts, aber egal. So, wir kommen zur Mitteilung, wie ich es euch eben versprochen habe. Hier seht ihr ja, hier ist Haufen Scheiße drin und ist nicht gerade übersichtlich. Und viele haben sich gewünscht, dass man das einfach löschen kann, dass man da ein bisschen mehr Übersicht hat. Das geht jetzt. Einfach mir, also einfach hier so. Hier seht ihr, ist jetzt Outlast dazu gekommen. Einfach mal jetzt die Optionstaste drücken und löschen. Und dann könnt ihr hier einzelne Sachen löschen. Also hier zum Beispiel, dass ich eine Einladung zu Dying Light habe. So. Oder wir können jetzt einfach auch sagen, löschen. Und sagen, alles auswählen. Natürlich bei alles, Download ist davon befreit. Ja, also ihr könnt nicht die mit Download-Mitteilung löschen, weil wir haben halt noch Downloads. So, und dann ist nur noch Download drin. Und ja, wie oft ich hier rein und raus hier, es ist schön aufgeräumt und von lästigem Müll befreit. So, was haben wir denn noch?
Ach so, okay. Gut, 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 gut. Wir können, was jetzt auch bei 5.50 dazu gekommen ist, wenn wir die PlayStation-Taste drücken, kommen wir ja, oder gedrückt halten, kommen wir ja zum Auswahlmenü, ja, was man sich denn auch anpassen kann. Und wenn wir jetzt hier auf Freunde gehen, hier sind wir, sehen wir dann alle Freunde, die online sind. Neu ist hier oben dieser Button, der da hinzugekommen ist. Da müsst ihr aber gar nicht rauf. Ihr, wie gesagt, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, ihr geht hier einfach so drauf. Ihr seid bei Freunden, drückt Dreieck und dann könnt ihr automatisch aus euren Listen auswählen. Ich nehme jetzt OnkelTV. Jetzt lädt er meine benutzerdefinierte Liste von OnkelTV und das ist natürlich nur Onkel. Ja, also ist jetzt nur Onkel drin. Ne? Und wenn ich wieder alle haben will online, so, dann werden mir die Online-Freunde angezeigt. Ja? Oder dann halt meine benutzerdefinierten Listen. Das ist jetzt auch neu dazu gekommen. Wie gesagt, es kann sein, es wird bestimmt noch irgendwo noch mehr da sein. Aber das ist das, was ich jetzt gefunden habe. So, und das war's. Das war's eigentlich, was jetzt bei PS4 Software 5.50 Beta 2 dazu gekommen ist. Die Sachen, sagen wir mal so, die ich bis jetzt gefunden habe. Jetzt möchte ich euch gerne noch ein paar Sachen zeigen, die in 5.00 dazu gekommen sind, die aber ein bisschen untergegangen sind. Irgendwie hat sich dafür keiner interessiert oder so. Aber ich habe ein paar Fragen dazu gekriegt. Und deswegen habe ich mir dazu auch noch mal was aufgeschrieben. Und da gehen wir dann einfach mal nochmal auf Einstellungen. Sprache, Datum und... Nee, wo waren das jetzt? Da muss ich jetzt selber erstmal gucken, wo das war. Hier ist der Boost-Modus, haben wir jetzt hier aktiviert. Nee, das war hier oben irgendwo. Ach, Mitteilungen. So, bei Mitteilungen, also hier bei Einstellungen... nicht Kontoverwaltung. Mitteilungen. Pop-up-Mitteilung kennt ihr ja. Da kann ich euch ja mal zeigen, was ich aktiviert habe. Wenn, also das, wo ein Haken ist, ist deaktiviert. Das will ich nicht haben. Das, was ein Haken hat, kein Haken hat, passiert. Nee, warte mal. Aktivitäten will ich benachrichtigt werden. Ich will Trophäen benachrichtigt werden. Spielbenachrichtigung, Download, Upload, brauche ich nicht. Zuschaueranfrage, Events, Events lasse ich mal an, sicherheitshalber. Teams, wie gesagt, ist ja neu bei 5.50, dann aktueller Titel, das sind so die Sachen. Blockierte Szenen habe ich an, weil ich möchte ja sehen, wenn ich normal spiele, ab wo was blockiert ist. Ja, oder wenn ich streame, sagt da ja auch, das ist blockiert, das ist nicht blockiert oder was weiß ich. Screenshot habe ich noch angelassen. Live von PlayStation habe ich auch angelassen, da eine Benachrichtigung. Und wenn ein Freund, wenn mich jemand followert, das ist das Einzige, was ich halt anhabe. Also wenn ich eine Nachricht bekomme, zum Beispiel hier Einladung, wird nicht angezeigt. Nachrichten werden nicht angezeigt. Ab und zu mal damals... wo ich angefangen habe mit Livestream, welche einen Scherz erlaubt und haben dann halt 20.000 Nachrichten geschrieben. A, B, hi, 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 hi. Und dann wurde dann immer im Stream angezeigt oder hier Einladung zu irgendwelchen Party-Scheiß-Dingern eingeladen oder was weiß ich, Events oder was, keine Ahnung, irgendwelche Shareplay-Sitzungen und das habe ich dann einfach mal deaktiviert. Auch wenn Freunde online gehen, weil dann sind an manche... offline, online, offline, online und dann immer bing, bing, bing und ist mir auf den Pisser gegangen. Deswegen habe ich das einfach alles deaktiviert. Aber davon mal abgesehen. So, Pop-up-Nachrichtigung während Video deaktivieren. Also das heißt, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt mit der Fernbedienung, wenn ich, macht sich gut und wenn ich jetzt ein Video gucke, weil ich gucke meine DVDs und Blu-rays eigentlich alle über die PlayStation. Ich habe keinen eigenen DVD oder Blu-ray-Player. Ja, ich wüsste doch gar nicht. Na doch, Platz hätte ich schon dafür, könnte ich machen, aber mal gucken. Kann ich, habe ich gesagt, jetzt einfach Nachrichten deaktivieren. Also ob ich einen Upload, einen Download, irgendeine Spielbenachrichtigung, Mitteilung, irgendwas kriege, ist alles komplett, während ich ein Video gucke, deaktiviert. Ich kriege alle, auch die Nachrichten, die hier
aktiviert sind, werden mir dann bei DVD- bzw. Blu-ray-Wiedergabe komplett nicht mehr angezeigt. Pop-up-Fenster können wir hier, war weiß, also früher war es schwarz, dann haben sie es mal in weiß umgeändert, was ganz ekelhaft aussieht. Ich war froh, dass ich das wieder in schwarz machen konnte. Nachrichten in Mitteilung anzeigen, kann man dann halt auch sagen. Wenn Freunde online gehen, Pop-up-Mitteilungen, wenn Freunde online gehen, ja. Können wir ja auch mal separat anschalten. So, Freunde auswählen. Weil das ist ja auch neu dazu gekommen bei 5.5.0. Ich habe es nur nicht gefunden gehabt. Jetzt weiß ich, wo es ist. Da kann man jetzt, wenn man das deaktiviert hat, so wie ich, dass wenn jemand online geht, kann man aber sagen, ich möchte aber bestimmte Leute Nachrichten sehen, wenn die online kommen. Und dann kann man sich seine Leute hier aussuchen, die kann man dann markieren. Und dann kann man das bestätigen. Und dann kriegt man nur von diesen Leuten, wenn die online kommen, eine Pop-up-Nachricht, bumm, ist online, bumm, ist online. Und für alle anderen, die sehen das denn, also da wird mir das nicht angezeigt. So. Ich muss nochmal auf meine Liste gucken. Das haben wir schon gemacht. So, im Schnellstartmenü. So, genau. Im Schnellstartmenü, die Mitteilungen sind jetzt übersichtlicher. Wie ihr seht, ich habe jetzt nur 3 Mitteilungen drin, dadurch, weil ich die ja gelöscht habe. Aber auch so ist das jetzt ein bisschen übersichtlicher. Oben ist Downloads und dann sieht man hier alles. Das war vorher ein bisschen unübersichtlich. Ja, da konnte man dann auch direkt, kann man jetzt direkt zu den Spielen. Oder wenn man hier eine Freundin, eine Einladung kriegt für irgendein Spiel oder so, dann braucht ihr jetzt, wenn ihr im Spiel seid, nicht mehr rausgehen. Ihr drückt, haltet dann einfach die PlayStation-Taste drückt und dann habt ihr ja hier oben gleich, wenn ihr nicht gerade runterladet, die Nachricht, ey, du bist zum Spiel eingeladen, dann braucht er da einfach nur drauf klicken und dann kommt er automatisch dahin. Also ihr braucht nicht extra nur kurz den PlayStation-Knopf drücken auf Mitteilung und dann auf Detaillieren. Nein, es reicht einfach im Spiel den PlayStation-Knopf gedrückt halten und dann auf die Einladung gehen oder Party-Einladung, je nachdem, was da gerade Phase ist. So, Party muss ich mal schnell erstellen, um euch das nächste zeigen zu können. Öffentliche Party erstellt. Ja, ich habe die jetzt mal einfach schnell gemacht. Das ist halt öffentliche Party. Da ist dann hinzugekommen, dass man die Party verlassen kann. Das war vorher auch nicht. Also man kann einfach, wenn man spielt. Moment. Da bin ich auch schon wieder. Meine Tochter kam von der Schule. Mitteilung. Übersichtlich. Achso, ja, die Uhrzeit wird jetzt auch im Schnellstartmenü, kam auch dazu, also oben rechts, die wurde vorher da nicht angezeigt, die wird da jetzt auch angezeigt. Uhr aus Party austreten, Laut und Lautstärke verändern, bei Spotify habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das will ich euch auch noch schnell zeigen. Musik, so, Spotify, ich nehme mal einfach Arschloch bleibt ein Arschloch von Berliner Weiße. Da ihr seht, wir haben jetzt hier überall die Tasten mit eingeblendet. Ja. Also da haben wir jetzt L1 und R1. Das war vorher nicht so, bin ich der Meinung gerade. Und das können wir auch, wenn wir hier bei der Liederauswahl sind, so, wir suchen uns halt das nächste Lied aus, können wir halt Play Pause drücken, kennt ihr ja, aber hier halt auch den Lautstärke, die Lautstärke verändern. Das ist neu dazu gekommen mit der Lautstärke. So. Und das war eigentlich schon, was jetzt so neu in der PS4 Software 5.5 drin ist. Es sind einige Sachen, also die wichtigsten, die interessantesten Neuerungen für mich jetzt sind jetzt auf jeden Fall Hintergrunddesign und das Simpling. Ach Quatsch. Oh, jetzt muss ich wieder raufgucken, ich verwechsel den Namen immer wieder.
Supersampling. Das Supersampling ist halt sehr interessant. Für mich jetzt eher uninteressant, weil ich es nicht brauche gerade. Aber es ist halt schön, dass es da ist. Für mich ist halt mit dem Hintergrunddesign ist halt wichtig. Und dass man Betas rausmachen kann aus der Bibliothek. Und dass in der Bibliothek jetzt der PlayStation Plus Button da ist. Dass man da einfach sagen kann, was weiß ich. Also wir können auch in der Bibliothek wenn wir einfach den Knopf drücken, also Optionsknopf drücken und so ja, auf unsere Safe Games zugreifen, die wir im Online-Speicher haben. So großartig wichtige, brandneue Neuerungen sind jetzt leider da nicht mit bei. Ich denke mal, da wird dann noch, wenn Softwareversion 6.00 kommt, da wird dann wieder so was mit bei sein, wo man sagt, boah geil, das darf, vielleicht ist da dann endlich mit drinne, dass sie das Betriebssystem komplett neu aufsetzen und von Mülldaten befreien, weil das Betriebssystem von Anfang der PlayStation bis jetzt wirklich extrem lahmarschig geworden ist. Und die hatten das eigentlich angekündigt, dass die das Betriebssystem nochmal überarbeiten wollten, Mülldateien, alte Sachen raus und dass es halt ein bisschen schneller flutscht. Es flutscht natürlich nicht, also momentan ist es ziemlich langsam, wenn man es im Vergleich zu damals anguckt. Auch wenn man jetzt Spiele spielt wie Assassin's Creed in 4K und man drückt die PlayStation-Knopf und ist dann im Menü. Es laggt. Es dauert wirklich immer bis zu Trophäen ist oder wenn man irgendwas bei Mitteilung machen will oder so. Es ist wirklich, dass man teilweise in Zeitlupe vorankommt. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, dass das dann noch behoben wird. Vielleicht kommt bei 6.0 auch die Namensänderung mal mit zu, was sie ja versprochen haben, dass das wohl dieses Jahr soweit sein soll, dass es geht, was vorher ja immer nicht ging. Jetzt soll es wahrscheinlich gehen und soll wahrscheinlich dieses Jahr so wieder aussieht kommen. Ja, wie gesagt, das sind die Punkte, die ich entdeckt habe. Ich habe euch auch noch von 5.0 was gezeigt, die vielleicht interessant für euch sind. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wenn ihr jetzt Fragen zu dem System-Software-Update habt, wie gesagt, ich bin bei Beta 2, also 5.50 Beta 2. Also ich habe auch keine nennenswerten Probleme gehabt, wie jetzt bei der letzten Beta, wo denn teilweise Probleme gab. Bei 5.0 war das. 5.00, ja. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, falls jetzt hier nochmal was Neues hinzukommen sollte, bei Beta 3 oder Beta 4, ich weiß es nicht. Aber die läuft sehr stabil, also ich glaube nicht, dass da großartig jetzt noch was Neues passieren wird. Wenn wir abwarten, gucken, was die nächste Beta mit uns macht. Ich würde mich dann jetzt hier erstmal verabschieden. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare logischerweise. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.